Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Ich habe jetzt nochmal kurze Kurzgeschichte, was ich erzählen wollte zum Thema THC und Sinnestäuschung. Als ich das noch nicht so vertragen habe, so die ersten paar Mal Joints geraucht habe, war ich mit meiner damaligen Freundin, die Gina, und mit dem Jan im Wienerwald beim Essen. Wir haben uns beide bestellt ein Hühnchen-Barbecue. Und das war extrem scharf, eigentlich. Da war es aber so, wir sitzen so da und waren total stoned und lachen halt schon Lachkrämpfe die ganze Zeit. Das war noch die Zeit, wo ich Lachkrämpfe gehabt habe. Dann esse ich so dieses Hühnchen und ich glaube in der Hälfte ungefähr fällt mir auf, das ist ja gar nicht heiß, das ist ja scharf. Oh, und da war es nämlich geschehen. Wir haben uns so lachen müssen, weil ich so, hey Jan, ist das scharf oder ist das heiß? Und er konnte es mir auch nicht sagen, weil wir beide halt diese verwirrten Sinne hatten und wir so stoned waren. Kennt ihr auch solche Stone-Geschichten? Schreibt es uns doch mal unten rein. Peace out!